nicht so extrem wie Steinbach, aber da müssen wir auch gut und schnell hinten raus spielen. Batz jetzt außerhalb der Box, langer Ball in Richtung Juscha. Und der legt ab in Richtung Bernadei. Komm Junge, der zieht in der Hälfte der Regensburger, liegt auf die rechte Seite zu Tobias Janicke am Strafraum. Der zieht ab, er abgefälscht, Eckball. Eckball Nummer 1, Eckball Nummer 1 für den ersten FC Saarbrücken. Von der rechten Seite, Höhe des Strafraums, hat Regensburg jetzt die erste Mal die Möglichkeit, da irgendwas Gefährliches zu machen. Aber natürlich muss der Spieler den Schuh noch binden. Das war die 21, Jean-Marc oder Jan-Marc Schneider. Und jetzt ist es die 7, die zum Freistoß anläuft. Der kommt nicht ungefährlich hinter langes Eck und da ist er schon drin. Scheiße. Ja, da ist er schon drin. Zählt nicht. Augenmaschine. Ich liebe dich, wenn du sowas sagst, zählt nicht. Aber das doch, war ein Gott sei Dank. Foulspiel. Foulspiel an Müller. Abgepfiffen. Da soll er scheinbar gedrückt worden sein, bevor er zum Kopfball hochgestiegen ist. Batz hat sich auch verletzt. Und Batz hat sich auch noch wehgetan. Also erstmal durchatmen, kein Gegentor. Kann letztendlich Sieger bleiben in diesen verschiedenen Duellen, spielen den Ball erstmal zurück und der Jürcher läuft hier in jeder Aktion um sein Leben. Das musst du auch bringen, um Jan Regensburg zu schlagen heute. Da kommt es auch viel auf Mentalität an. Nicht nur in diesem Spiel natürlich, aber ganz besonders heute, weil die Regensburger spielen jetzt gerade wieder ihre Klasse aus über die linke Seite, bringen den Ball, scharf, rein. Das war, ja so, eigentlich war es wirklich ein Torschuss, weil der Ball hat die lange Ecke anvisiert. Und ob da der Batzi, obwohl er gegen Steinbach 12 Arme hatte, dran gekommen wäre, ich weiß es nicht. Nee. Zu 0, 16. Spielminute, wird ein bisschen nachgespielt, weil ja knapp 2 Minuten Unterbrechung war, über rotem Rauch aus dem Regensburger Block. Deswegen wird es dann auch nachgespielt werden. Jetzt wieder Jürcher geschickt. Das 1 Speed, gegen 1, der Jürcher ist schnell, der holt den Ball. Auf der rechten Seite, der holt sich den Ball, der ist so geil. Mentler! Glück gehabt, reingeschmissen die Regensburger in den Ball. Ja, gibt auch einen Wurf für den FC von der linken Seite. Macht das Mario Müller. Unsere Nummer 23. Da bietet sich an der Manu wie immer. Oder der Gillian steht da vorne auf. Was macht er? Zelle. Okay, holt mal den halt mit. Ja, kann den Ball kontrollieren. Perdedei. Ja, schön, dreht sich. Probiert sich durchzutanken. Ja, macht er. Zentrale Position. Spiel auf Wendler. Er spielt auf Wendler. Und der Wendler. Und der Wendler verzieht. Schade. Ja, zunächst mal hallo auch von mir an euch draußen. Ich finde, der FC macht hier ein gutes Spiel. Du siehst aber auf jeden Fall, dass das was anderes als Regionalliga ist, was Jan Regensburg hier spielt. Also das ist schon technisch einwandfrei, was sie hier zeigen. Ganz, ganz starker Gegner. Aber der FCS hält hier wirklich gut mit. Hatte bislang auch die einzige Chance des Spiels durch Markus Mentler, gerade eben von Jan Regensburg. Vorm Tor des ersten FC Saarbrücken noch nicht viel zu sehen. Bis zum 16er sieht das immer gefährlich aus. So, auch jetzt Kopfball. Gefährlicher Ball in den Fünfer. Ball noch nicht geklärt. Jetzt aber Perdedei am 16er. Setzt sich da durch. Schlag in den Rücken. Das ist auch eine gelbe Karte, Schiri. Ist jetzt freigegeben. Mentler läuft an, bringt das Ding. Und abgewälzt. Hinten rutscht noch Uafero rein. Aber am Ball vorbei. Ganz, ganz knappes Ding. Gibt aber Eckstoß. Saarbrücken versteckt sich hier, wie gesagt, nicht. Die machen hier richtig gut Dampf, spielen richtig gut mit und haben im Gegensatz zu Regensburg auch schon Torschüsse gehabt. Jetzt kriegen wir den Ball nicht geklärt. Doch, im Nachsetzen ist es Jennecke. Aber Regensburg bleibt auf der linken Seite. Am 16er vom 1. FC Saarbrücken im Ballbesitz. Flanke rein in den 16er. Abwehr von Schorch. Ball geht rechts raus. Die Nummer 17, Oliver Hein. Gelb verwarnt, bringt den Ball nochmal in den 16er rein. Aber ein Regensburg geht da zu Boden im Kopfballduell, aber das war nichts. Trotzdem bleiben die Gäste im Ballbesitz am Strafraum. Max Besuschkow versucht sich da auf der linken Seite durchzuspielen. Wieder Flanke in den Fünfer, Batzsegel am Ball vorbei. Uafero rettet auf der Linie und das Ding ist weggeschlagen. Was für eine Situation. Riesenglück für den ersten FC Saarbrücken. Batz fliegt da im Fünfer am Ball vorbei. Und Uafero geistesgegenwärtig springt er da ganz, ganz knapp, bevor es einschlägt. Noch mit dem Kopf an den Ball, köpft das Ding an die Unterkante der Latte und der Ball springt irgendwie raus. Was für eine Situation, das ist natürlich die größte Möglichkeit in dieser Partie. Kleisch, der Schiedsrichter hier, der hier so gut begonnen hat, der lässt sich das unfassbar, alles einfach ey. So unfassbar. Anschauen. Man darf man nicht wundern, wenn das Spiel irgendwann entgleitet, weil die Regensburger tun alles dazu, dass das hier noch richtig entgleitet. Für mich eine ziemliche Tretertruppe, muss ich im Moment sagen, weil ich das eben da an Zeitz gesehen habe. Es war einfach nur Glück, dass da nichts passiert ist. Schade, schade, dass das hier so nicht geahndet wird. Aber Saarbrücken spielt weiter über der Perle. Ja, Mentler die Chance. Mentler! Oh, haben die auch noch Glück? Das gibt's doch gar nicht. Riesenchance von Mentler. Und
Regensburg mehr Glück als Verstand, diese Mannschaft. Bisschen kleinlich, finde ich, aber okay, geht in Ordnung, oder? Ja, absolut, das geht okay. Im Gegensatz zu so ein paar anderen Dingern. Ich weiß gar nicht, wie oft der Joscha in der ersten Hälfte von hinten umgemäht worden ist. Fast bei jeder Ballberührung. Der hat einen Mann hinter sich, in Manndeckung. Der ist zwei Köpfe größer. Ja. Und der wird trotzdem nur schlecht fertig mit unserer Nummer 21. Und ja, jetzt gut. Fehler. Da ist er wieder dran am Ball. Und da ist der Joscha, hat sich den Ball geschnappt. Links aus und geht in den Strafraum. Schuss. Ja, schade. Schöner Aufsetzer, aber nicht platziert genug. Den hält Alexander Meyer im Tor der Regensburger. Aber trotzdem, zumindest eine Torchance mal wieder für den ersten FC Saarbrücken rausgeholt. 36, der Außenspieler vom Jahn. Aber Ball beim FC, Ball bei Perdedei, Ball bei Mendler. Und das steckt durch zu Gillian. Ja. Joscha! Und dann müsste der lupfen. Der lupft nicht. Der geht vorbei. Und da macht das Tor. Und er macht das Tor. Da macht das Tor. Da macht das Tor. Da wird der Hund nicht auf vorne verrückt. Dieser Joscha, dieser Ball, der lupft nicht. Der macht den Tor rein. Sag mal, wie abgewichst ist der denn? 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Geiles Tor. Super geiler Treffer von Joscha. Geht am Torwart vorbei. Zur Eckfahne. Der Wind ja! Spitz und spitz ja! und spitzer. Und trotzdem findet er genau die richtige Bahn. 1:0 für den ersten FC Saarbrücken. Joscha! 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 Neuer Spielstand! Saarbrücken! 1! Regensburg! 0! Danke! Bitte! Bällchen in Richtung Froze. Und jetzt der Joscha! Zieht ab und Alexander Meyer hält den Ball. Also auch ein klares Chancenplus jetzt beim FC. Das Foulspiel. Wie gesagt, nein. Und jetzt Kontersituation für Jan Regensburg. Zentral, rechte Seite, rübergespielt. Herr Müller muss zustellen. Macht er im Moment nicht. Aber drückt sie zumindest mal etwas raus. Ball probiert durchzustecken. Gibt Einwurf jetzt für Regensburg von der rechten Seite. Ja, müssen sie dran. Da sind sie durch, die Regensburger. Wollen den Elfmeter, kriegen ihn. War das ein Elfmeter? Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es nicht beurteilen, auf jeden Fall. Elfmeter für Jan Regensburg in der 63. Minute. Das Duell jetzt am Elfmeterpunkt. Wisuschkow schießt und trifft in die Mitte, also Ausgleich 1:1. Nichts passiert, unentschieden. Aber die Regensburger feiern gerade, als ob sie aufgestiegen wären. Ja, ist natürlich ärgerlich, haben sich einmal gut durchkombiniert, dann ist es eine zweifelhafte Entscheidung, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, ob Fehlentscheidung oder nicht. Ein Ballannahme und jetzt den Pass auf Joscha natürlich, der kämpft der kommt und läuft da schon wieder, das macht er super! Hey! Und da kann es hey! Auch Elfmeter geben! Ja, ja, ist klar. Da gibt es natürlich keinen Elfmeter, das ist klar. Ja, ja. Also Joscha springt natürlich da auch heftig ab, aber das war mir klar, bei dem Schiedsrichter gibt es natürlich kein Elfmeter. Der hat sich hier eingeschworen. Wahrscheinlich kriegt der Joscha noch die gelbe Karte, da bin ich mir fast noch sicher. Also er sagt Joscha ein paar Worte, das war eine Schwalbe. Wieder Jannicke, der mit einem Pass in Richtung Mendler, der wird gehalten. Da sieht man jetzt auch mal die gelbe Karte. Das gibt es doch nicht. Da wird er von Dominik Volkmar klar gehalten. Dreht sich zum Ball und wird dann in Richtung 16 Meter herum gestartet. Also das verstehe ich nicht. Da muss man... Hey, gelb zeigen. Jetzt der Ellbogen rausgefahren. Der Ellbogen rausgefahren gegen Jurcha. Also jetzt verstehe ich die Welt hier nicht mehr. Ja, muss man aufpassen. Jurcha kriegt bestimmt gleich die gelbe Karte noch. Da ist so ein Ellbogen reingerannt. Ja, das sieht der Schiedsrichter alles anders. Der sieht eben halt in Jurcha einfach nur einen Schauspieler. Also. Und deswegen wird der Schiedsrichter da einfach sich gesagt haben, wenn ihr weiter so spielt. Ich gebe es. Jetzt kriegt er Joscha doch gesagt. Das ist doch. Ja, ja. Kein Wunder, läuferisch extrem viel getan. Wie auch jetzt wieder probiert er den Ball noch abzulaufen. Gelingt nicht. Das müssen wir aufpassen, weil Regensburg so ein bisschen Überzahl hat im Mittelfeld. Und das George rechte Seite. Jungs, kommt aufpassen! Oh ja. Und da ist es passiert. Bitter, ich sag's noch. Zu viel Platz über die rechte Seite. Flankt mal hinein und da ist Sebastian Stolze. Und er braucht quasi nur noch ein Nicken. Ja. Was nicht die 22, Ricky?
War es Grüttner? Okay, da war es Grüttner, die 15. Klarer Elfmeter meiner Meinung nach an Gilgen Jurcher oh, nicht Gelb gegeben. Gelb-Rot gibt es jetzt für Regensburg. Ja, Gelb-Rot für die hat Nummer. Hat dich gehört. Ja, wurde auch mal Zeit. Also die letzten, wir wissen nicht, ob es die letzten sind, aber die letzten 15 Minuten der regulären Spielzeit spielt ja in Regensburg hier nur noch zu 10. Ja, auf jeden Fall jetzt der Freistoß ausgeführt. Perdedai macht das. Guckt noch, bringt jetzt den Ball an den Fünfer. Gefährlich rein, das ist Zeit. Das Ding ist drin, das Ding ist drin. 2:2, Manuel Zeitz ist es, der das Ding rechts oben ins Eck reinhämmert. 2:2 für den ersten FC Saarbrücken. Unfassbar, eiskalt zugeschlagen, nachdem die Nummer 7 da vom Platz getrabt ist und sich einfach erdreistet, unsportlich zu sein. Saarbrücken nimmt es sportlich, ist gut, nimmt es sportlich und macht hier das 2:2. Man glaubt es kaum. Dramatik pur. Dann Daniel Batz, also Saarbrücken versucht jetzt nochmal ruhig hier in den letzten Minuten über die eigene Abwehrkette das Spiel aufzubauen. Zeitz macht auch eine klasse Partie. Rechts raus, schöner Ball zu Jennecke, der an der Seitenlinie kriegt den Ball unter Kontrolle. Findet Feistulau, der mit der Möglichkeit zieht ab. Oh Mann, und der Ball streicht links am Pfosten vorbei. Riesenmöglichkeit für den ersten FC Saarbrücken. Und da war Alexander Meyer, der Torhüter der Regensburger, noch dran. Rückgeschoben, bleibt aber im Ballbesitz. Müsste jetzt zurücklegen. Jawohl, macht er auch. Findet im Mittelfeld Schorch, der weit aufgerückt. Der zu Froese. Könnte Jörcher schicken. Macht er auch. Das ist die Möglichkeit für den ersten. Ja! Das Ding ist Tor! Tor für den ersten FC Saarbrücken! Gilgen Jörcher mit dem 3:2 für den ersten FC Saarbrücken! Es läuft die 93. Spielminute und der FCS geht hier mit 3:2 in Führung! Unglaublich, die ganzen Auswechselspieler laufen von einer zu anderen und jetzt ist es wirklich. Saarbrücken hat die Riesenmöglichkeit, in die zweite Runde einzuziehen. Und es ist Saarbrücken gewinnt, verdient mit 3:2 gegen Jan Regensburg. Ihr hört, was hier los ist. Die Saarbrücker können gar nicht richtig sich freuen, weil die völlig fertig sind.